Ich muss da nicht rein. Oh. Wow, Hackfleisch! Aber ich... Ja, ich hatte mir da schon so ein bisschen gedacht, aus dem einfachen Grund, dass das Ding halt noch ganz am Drehen war. Der Rest von dem. Hab ich hier irgendwas verpasst? Irgendwo welche fliegen? Ah, nur das da hinten. Aber da ist ja Munition und die bin ich ja anscheinend wohl voll. Mann, ist das Ding mies gebaut. Hier bricht alles zusammen. Nein. Irgendwas hat das ausgelöst. Irgendwas Großes. Oh. Keine Ahnung, Trishka? Hab ne Vermutung. Hoffe nur, ich irre mich. Oh, nein. Oh, was haben wir denn hier Neues? Ah. Schießt eine Hitzekette ab, die alles, was sie trifft, in Stücke schneidet. Ah. Die beiden, okay. Das heißt, damit müssen wir wieder Leute zertrennen. Wo ist das Ding? Na da. Schneide zwei oder mehr Gegner mit einem Glanzschuss der Flailgun in Stücke, enthauptet zwei oder mehr Gegner. Mit einem Schuss. Oh je. Ob das nochmal was klappt? Dazu müssen wir aber ganz schön in Reihe stehen. Wenig aufgewühlt. Hey, der Typ steht da. Das kann doch nicht sein, dass wir den jetzt treffen, oder? Meinen internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Jetzt hängen wir hier wieder in der Mitte. Er klemmt. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Naja, ob ich das schaffe, ist eine andere Frage. Rechts, links, rechts, da haben wir ja links. Die bemühte Feindseligkeit. Sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Wann kommt dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur seine Peitsche. Ah, oh, hier rüberklettern. Darf ich? Danke. Wenn man vom Teufel spricht. Ich empfange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er hält gegen einen ganzen Trupp Skulls durch. Doch. Er lebt. Es gibt noch Hoffnung. Na los! Okay, die sind damit erledigt. Stirb da! Geht doch. Oh, was jetzt? Wir sind fast da! Trishka, warte! Verdammt. Hilf mir runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf.
Du lässt den Computer gewinnen. Ja, los. Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles... Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat? Ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach, ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einen. Der Mann hieß Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt. Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen! Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Gut, dass wir nicht gesagt haben. Gut, dass wir nicht gesagt haben, dass wir eigentlich noch weggekillt haben. Jemand hier? Nope. Nur wieder Spaß zum Rutschen. Hui. Klettern, okay. Aber hier müssen doch noch irgendwo die Leichen sein von den anderen, oder? Komm, klettern. Links. Never mind. Wieso überleben alle so welche Stürze? Mit deinem Glück sollte ich vielleicht die Führung übernehmen. Ich hab Licht. Bleib einfach nah bei mir. Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzesschen? Nein. Nein, verdammt. Vorsicht! Wow! Oh, was für ein Gestank. Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Gott verdammt! Ich meine, sieh dir das an! Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Oh. Ob wir hier auf mehr Burnouts treffen? Ich glaube, ich gehe doch lieber in die Hocke. Ach so! Da war eine Hand. Ich habe mich schon gefragt, was ist das pinke Ding? Greift mich das gleich? Ja, ja. Obligatorische Teil. Hey, jetzt müssen wir uns gruseln, weil es dunkel und überall kommen die Burnouts. Komm her, weißt du was hier? Ah, das hast du davon. Hallo! Okay, hier wird ein Burnout-Fight sein, das sehe ich schon. Grüne Suppe. So. Na, wann greift sie mich endlich an? Schon wieder einer deiner Lover an der Tür. Arschloch. Oh.
Was soll das denn sein? Der fällt hier in die Grube rein oder was? Guck mal, der Typ sieht doch ganz freundlich aus. Hurray, ich darf baden. Das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Du es nicht. Warum gerade jetzt? Es muss doch einen Weg geben. Wenn du einem Toten schon seine Peitsche abnimmst, solltest du sie auch benutzen. Ach, da oben. Hier muss es doch was geben, was wir benutzen können. Ich warte. Hab ich doch. Mann. Und jetzt? Ach so. Jetzt war ich der Dödel. Ui. In die Hocke gehen. Siehst du das? Na, frische Luft. Wir sind fast draußen. Ich kann nicht mal sliden, damit das hier schneller geht. Oh. Hätte man doch lieber reingeschlittert. Weshalb sind hier Blumen? Oh. Wichtig, dass man zeigt, dass man das Licht auch ausmacht. Du bist echt so ein Idiot. Oh, ekelhaft, stimmt. Das sind ja die. Jo, ist ja nicht mehr viel. Toxische Liebe. Was war das denn? Müssen wir hier durch? Anscheinend ja. Ishii! Oh. Okay, sorry, so. Ja, doch, hier irgendwo Feuerwerke. Genau, hey! Oh, den habe ich drüber getreten. Das war nicht gut. Au. Ja. Ah! Guck mal, hier haben wir doch noch ein paar Kakteen. Oh! Ah! Jetzt geht er endlich auf den Kakteen, auf die Kaktus drauf. So. Von mir aus. Nein! Weg da! Du da! Komm her! So, er ist zu schnell. Er hat sich gerade vor Schmerzen gequält und ist trotzdem noch ausgewichen. Ah, da hätte ich noch welche draufkicken können. So, jetzt wieder hier alles ein bisschen absuchen. Okay, Munition haben wir hier. Ja, sind wir wieder voll. Der Kapsel ist da. Okay, never mind. Yeah. Da, besser. So. Mitte einmal aufladen. Oh, neu. Was ist denn jetzt neu? Ah, endlich mal. Macht ihr die Schrotflinte? Feuert einen verdampfenden Druckfeuer mit dem Ziel ab, die alle, was ihren Bahnkreuz Fleisch und Knochen brennt. Vernichte auch Gegner, die sich Hinterdeckung. Ah. Oh, okay. Dann muss ich das mal ausprobieren. Aber ich habe keine Ahnung, wo hier noch geschossen werden. Ah. So, normalerweise passt das. Oh. Geht doch. Wollte schon sagen. Irgendwann mal muss das jetzt aber sein. Kommt bitte Munition. Gut. Munition müssen wir nicht kaufen, nur Ladung. Ach, das ist die Kapsel.
Ich habe so einen Roboter gehört. Also ich habe irgendwelche Nachrichten gehört, aber ich weiß nicht, ob das ein Roboter ist oder die Infosäule da. Ne, das höre ich aber auch nur, wenn ich drin bin. Ah, guck mal an. So, was haben wir denn hier noch? 1200 kostet eine Ladung bei dem. Ah, da haben wir noch. Hey, nur noch 6. Interessant. Ah ja, genau. Was müssen wir dafür für Skillshots eigentlich machen? Verdampfe 2 oder mehr Gegner mit einem einzig geladenen Schuss. Verdampfe 2 oder mehr Gegner in der Luft. Oh nein, was habe ich gemacht? Oh oh. Hast du das gesehen? Was zur Hölle ist da los? Oh Mann, wir haben größere Probleme. Oh. Es wird hier immer besser. Zwei oder mehr Gegner auf einmal verdampfen. Zwei oder mehr Gegner auf einmal verdampfen. Geht's? Geht doch. Verbrennung. Da. Ist das widerlich. Tritt die doch nicht immer, ihr sollt... Problem gelöst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Hoppa. Oh oh. Was ist das denn jetzt? Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Ja, haben wir. Naja, vielleicht. Wie bescheuert bist du, Arsch, eigentlich? Keine Ahnung. Mittelmäßig, schätze ich. Okay, gut. Hinter dem Wagen! Wo? Noch mehr Burnouts! Wo? Da, okay. Dieser Planet ist kein Problem. Oh! Voodoo! Voodoo! Also man merkt, die komischen Typen werden nicht verlangsamt, wenn man die dreht. Diese Dinger geben keine Ruhe! Nur mit der Peitsche irgendwie. Okay. Und jetzt? Fantastisch! Oh! Ja, kann ich hier rüberklettern? Ich würde gerne einmal hier rüberklettern, danke. Höhenangst. Ah, ja, gute Puppe, gute Puppe! Ich hab jetzt auf gar nichts geachtet. Waren hier irgendwelche Roboter oder sowas? Ich glaube nicht. Oh, da. Weg da. Surf. Oh, was jetzt? Oh, was ist das? Godzilla.